So, Servus und hallo zu Trine 2 war das. Und ihr seht ja schon links oben, alle rasten aus, steht da, wir spielen mal das im Koop, haben wir uns mal gedacht. Koop Mensch, sag hallo. Guten Tag zusammen. Wunderbar, wie das klappt. Wir wollten mal zuerst ein anderes Spiel spielen, ein sehr klasse Spiel. Ich habe mir aber dann dazu entschieden, das lieber als angespielt mal hochzuladen. Es war einfach Weltklasse. Es geht um ein Schiff. Ihr werdet es erkennen, wenn ihr es seht, von was ich spreche. Ja. Ihr habt keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir versuchen mal gerade Origin mit Steam zu kreuzen. Spiel hosten. Der Herr Rastner hat gesagt, er möchte bitte unbedingt einfach spielen, weil er spielt alle Spiele auf einfach. Das ist korrekt. Ich bin halt eine Pussy. Ja. Charaktermodus. Klassisch oder unbeschränkt? Klassisch ist, jeder steuert einen, wobei ich nicht weiß, ob man das dann zu zweit hinbekommt. Oder unbeschränkt, jeder kann alles steuern. Hey, jeder steuert einen, oder? Ja, oh, klassisch, hätte ich jetzt auch gesagt. Spieler 1, Benutzername, Spieler 2, Freunde einladen. Ja, könnte ein Problem werden. Ich würde gerne alle Rassen aus einladen, aber der spielt zu Schip. Warte, ich geh mal einem Spiel beitreten. Benutzername. Funktioniert echt? Geil. Menü in Lobby, Spieler 1 von 3. Ja. Spiel wirklich beitreten. Wird verbunden. Profil ansehen. Ja, alle Rassen aus. Spieler entfernen. Nein. Spiel starten. Es gab einmal drei tapfere Helden. Ich habe mir echt nicht gedacht, dass das so einfach funktioniert. Dessen Name lautete der Trine. Du kennst die Geschichte über ihr Treffen und wie sie Champions ihres Spiel wurden. Wir spielen das reguläre Spiel durch, nur im Koop. Das ist ja geil. Höre die Geschichte ihres neuen Abenteuers. Ich glaube schon. Der Quatsch, ich habe jetzt auch die Aufnahme gestartet. Schönen guten Tag, wir spielen Trine 2. Mit dem Benutzername. Hallo, Raster-Zuschauer. Der erste der drei Helden war Amadeus. Blablabla, die Geschichte kennt ihr. Wenn nicht, schaut mein Let's Play an. So, boah, jetzt geht es schon wieder hier los mit der Werbung. Ey, ich dreh durch. Der Zauberer schlief in seiner Hütte. Das Wer bist denn du? An dem er seinen Feuerballzauber studieren konnte. Ich hab jetzt mal weiter gedrückt. Augen seiner Frau. Ja, ich auch. Dann bin ich der Amadeus. Bei mir ist Wind. Wie Wind? Hey, mach das aus. Ich bin hier am Schlafen. Kann ich das überspringen? Überspringen? Nein, kann ich nicht. Bin Zauberer. Ja, bin ich auch. Ich will aber kein Zauberer, ich bin ein blauer Zauberer. Ja. Hallo. Hallo, Benutzername. Hallo, jetzt haben wir zwei Zauberer. Sei gegrüßt. Wie machst du das? Mit R2. Hallo. Aua. aber zwei Zauberer ist irgendwie blöd jetzt. Ja, warte mal. War das nicht so, dass wir erst alle freispielen müssen? Also von jedem die Vorgeschichte? Ah, okay. Das kann sein. Wie seltsam. Aber immerhin funktioniert es hier ohne Probleme. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob das zu laut ist. Der Weg nach
Vorne war blockiert. Ich brauche auch so eine Blase. Den großen Zauberer Amadeus nicht aufhalten. Ja, dann hol dir eine. Wie konnte er Dinge anheben? Ja, hab ich. Hey! Hey! Kann ich das nicht auch bewegen? Rechte Maustaste. Ich spiele nicht mit Maus. Wie, du spielst nicht mit Maus? Ich spiele mit Controller. Ja, warum das denn? Warum denn nicht? Ja, weil das schwieriger ist. Ist das so? Ich denke. Amadeus konnte zu dem Kissen. Ich mach das einmal leiser eben. Aktuelle Spieloptionen und Spieler konfigurieren. Ich kann nicht auswählen, welcher Charakter das ich bin. Zumindest die. Audio-Option. Ne, wir müssen die alle nacheinander befreien. Okay. Warte mal, Steuerung und du sagst mit Maus und Tastatur ist einfacher? Ja. Ah, okay, dann. Also, ich habe noch nie mit Controller gespielt, aber ja. Ah. Oh. Warte hier. So. Ah. Ah. Warte hier, warte hier. Und wenn du eben Figuren in die Luft zeichnest, wie das Viereck, dann macht er halt ein Viereck. Du musst jetzt zeichnen. Ich will da hoch, da oben ist was. So. So. Die Klippe war zu steil, als dass Amadeus sie hätte erklimmen oder hinaufspringen können. Ihm kam der Gedanke, eine seiner Kisten herbeizuzaubern und sie als Stufe zu benutzen. Hier, benutzt meine Kiste als Stufe. Ja, Moment. Ich brauche nur Kiste. Ha! Ja. Top, guck mal hier, da oben kommen wir, da ist auch noch so eine Perle oder so. Bewegte sich durch den Wald und führte Amadeus weiter. So. Zwischen Angst und Staunen hin und her gerissen, folgte er ihm. Nein! Ja, ich komm dann mal, ne? Jo. Jetzt hat er seine Kiste weggemacht. Bin zu doof dazu. Ha. Bin ein mächtiger Zauberer. Ja, ich wäre lieber die Diebin. Die ist cool mit Pfeil und Bogen. Und so. Ich meine, aber das ist... Ja. Achso, du meinst erst alle aus... Ja, und ja. Ja, so Tutorial-mäßig, ja. Weißt du? Ja, da ist er ja, der Ritter, wie auch immer er heißt. Amadeus, pack deine Sachen. Liebe Zuschauer, Ton ist sehr leise vom Spiel, aber ja, also bei mir jetzt. Ich kann nicht. Aber deine Magie wird gebraucht. Das Königreich ist in Gefahr. Wird dieser Albtraum jemals enden? Trotz seiner Proteste wusste Amadeus. Wo bist du eigentlich? Ja, ich bin jetzt weg. Wie, du bist jetzt weg? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt sind wir zweimal. Kann dir aber nicht die Rübe einhauen. Willst du mich hauen hier oder was? Nö. Aber ich finde halt die Trine-Spiele, also abgesehen vom dritten Teil, die schauen grafisch einfach top aus. Auch wenn sie älter sind. Das ist schön gemacht, auf jeden Fall. Ja. Es hat jetzt kein High-End-Irgendwas-Spiel. Mit ein wenig Glück gibt es heute Kürbiskuchen zum Abendessen. Geil, also in dem Ritter sehe ich mich. Nö, ich bin die Diebin dann. Pontius durchsuchte den Bauernhof, doch fand er dort niemanden. Die Fieslinge müssen beim ersten Anblick... Ja, schieb mal. Ja. Du hast mir das Ding geklaut. Oh. Egal. Und jetzt Waffe wechseln. Ja. Maus raus. Ah. Aber
Trine 3, da haben sie das 3D-Dingens da probiert, voll scheiße. Wieso auf 3D oder was? Ja, so Pseudo-3D, das ist echt null. Trine 4 ist wieder super. Ja, kann man da was kaputt machen? Ja. Also wie gesagt, wenn es dir zu spät wird oder keinen Bock mehr hast oder so, musst halt sagen. Ja, das habe ich zwar vor einer Stunde schon gesagt, aber passt schon. Okay. Zur Kenntnis genommen. Jetzt schon mal weiter. So, hier. Ah, die ist cool. Versteckt vor dem schimmernden Mondlicht. Ach, die mit ihrem Ninja-Ding, ne? Aber der. Oh. Ah. Soja glitt durch die Stadt, leise wie ein Flüstern. Ha. Oh, ist der Arme da runtergefallen? War Absicht. Hier, ein flimmerndes Licht an der Kirche. Ja. Ach so, ich muss. Verstehe. Kommt der Arme da nicht drauf? Ich bin doch oben. Ach so, wo bin ich? Oh, ich bin unten. Okay. Kennst du das, wenn man kleine Kinder Controller gibt, die nicht eingesteckt sind? Bin mir gerade so vorgekommen. So, wo bist du denn? Ja, hinter dir. Vor dir. Oh, ich bin wieder runtergefallen. Kann ich nicht irgendwie so einen Doppeljump machen? Kann noch keiner. Ich glaube, ich muss dann erst hochleveln oder so. Ach so, aber ich kann mich hier oben festdingsen. Ja. Festdingsen geht. Wo bin ich? Ich sehe mich nicht. Du bist wieder unten. Ich bin oben am Trine. Ich hab's geschafft. Okay, dann passt schon. So, hier, da ist Gandalf, der Ritter und. Dafür gibt es eine absolut gute Erklärung. Und? Sag mir, wo gehen wir hin? Das wissen wir noch nicht. Etwas Seltsames geht vor. Liebe Zuschauer und so, erwartet bitte absolut hochklassiges Gameplay und ja, vielleicht das Spiel zu leise, aber anders explodieren mir die Ohren. Absolut, also das richtig erstklassige Gameplay seht ihr natürlich auf meinem Kanal. Genau. So, hätten wir das Thema mit der Werbung ja auch erledigt? Ja, du darfst ja in deinem eigenen Video sagen, dass du deinen Kanal gut findest, oder? Also ist ja. So, ich hab gestartet. Wie gestartet? Hey, der war ja noch am Erzählen. Ich bin Gandalf. Ach so, ich hab das Warte übersprungen. Mal. Ah, Figur wechseln. V oder C? Na, 1, 2 oder 3. Aber oder ich hab V doch so C. eingestellt, dass jeder eine Figur spielt. Und ja, wir können halt nicht zweimal den Gandalf jetzt nehmen. Okay. Prinzip verstanden. Okay. So. Ja, und wenn man zu dritt spielen würde, hat jeder eine feste Figur. Alles klar. So, bin jetzt die Tuss? Ja. Du bist jetzt die Lady. Das war genau das, was ich sagen wollte. Wie sich das für dich auch so gehört, ne? Ja. Brauchst du Hilfe da unten? Ja, ich dachte, ich bin der da oben. Nö, ich brauch keine Hilfe, ich bin tot. Geil. Du müsstest mir irgendwie wieder, weißt schon. Ah, nö. Jetzt haben wir sie nicht mehr. Ja, nö, bis zu dem nächsten Speicherdingens nicht. Hier. Willst du auf das Schild, um da oben dran zu kommen? Nö. Ach so, so einer ist er also. Hab ich gar nicht nötig, sowas. Müssen wir hier unten überhaupt hin? Nö.
Ey! Ja, ich will. Ja, Gott. Ja, ich mach das hier mal. Ja, mach mal. So. Du hast die Verbindung zum Online-Spiel abgebrochen. Was? Wer? Du kehrst zum Hauptmenü zurück. Warum? Weiß ich nicht. Ich bin wieder alleine. Das ist aber blöd. Es ist es soll heute irgendwie einfach nicht sein, ne? Warte, ich bin schon wieder unterwegs. Ja. Toll. Da ist er wieder. Sehr gut. Da. Ja. So. Während du mal ausgestiegen bist, hab ich die Zoe wieder erweckt, ne? Echt? Ja. Wer ist Zoe? Ja, die Frau. Ah. Ah, okay, da brauche ich ihn. Boah, guck mal, du mächtiger Zauberer. Ja. Kann Pflanzen gießen. Ja. Müssen wir da überhaupt hoch? Weiß es nicht. Ja, hier ist voll viel Stuff noch. Ja, sammel du mal ein. Dieses Wasser ist echt mächtig. Ja, ich komme da nicht mehr hoch. Wie, du kommst nicht mehr hoch? Ja, da müsste ich den Gandalf für haben. Ah. Ja, nicht sterben. Ey! Was denn? Ey! Du hast mich da runtergeschmissen. Gar nicht. Müssen wir hier die Treppe hoch? Nö. Runter, glaube ich. Da ist ein Speicherdings zumindest. Hau da mal kaputt. Achso, da. Nee. Wie ging das? Ah. Na. Wie na? Shagabum. Ah ja. Oh. Ja, kommt her. Jetzt geht's los. Ah, jetzt geht's wirklich los. Das ist aber ungünstig. Ja, ich hab ein Schild, du Knilch. Ja, ich hab einfach gar nichts. Ich kann mit Pfeile drauf schießen, das beeindrucken aber nicht. So, Ruhe? Ist Ruhe, ne? Ja. Eine einfache, unkomplizierte Aufgabe. Ich mag sowas. Ich nicht. Ja. Kannst du mit deiner Magie nicht das ganze Ding hochheben? Ja, könnt ihr schon, aber dann. Hey. Aber ich darf halt selber nicht drauf. Nur wenn keiner draufsteht. Ah, ups. Ja, bei Triumph 4 ist das so geil, da kann man sie bewegen, während man Objekte irgendwo hinzaubert. Ach guck mal, das ist ja voll die gute Idee hier. Ja. Oh. Aua, hä? Was hat mich denn jetzt verletzt? Ja, da ist so eine Pflanze, die so Zeug schießt. Dann mach ich die jetzt kaputt. Geht nicht. Nur da drauf haben oder irgendwas machen. Da ist so ein komischer Scharein. Da. Wo? Ja, warte. Da oben. Ich komm. Ich weiß nicht, ob man da drauf haben muss oder so. Gleich mit dem Dicken. Ah. Ja, mit dem Dicken. Okay. Mit
Du hast wieder das Zeugs bekommen zum... Naja. Sei dir vergönnt. Ah, da steht wer. Das ist jetzt... Ah, irgendwie. Ah, hier unten auch. Was passiert hier? Ich sterb gleich, oder? Warte. Nein. Kann man dir irgendwie helfen da? Nee, ich versuch grad da hochzukommen. Ja, einfach raufspringen. Ja, ja, bin ich. Du hast die Klappe aufgemacht! Ich bin auch unten. Also ihr seht schon, Profis am Werk. Voll. Absolut. Lass die Klappe bloß in Ruhe jetzt. Die braucht man gar nicht. Geh einfach unten. Was ist denn diese Leuchtekugel hier? Das ist der Speicherpunkt. Und der Wiederherstellungspunkt für kaputte. Oh, ich bin wieder runtergefallen. Oh nein. Ich komme nicht auf die Kiste? What? Doch. Autsch. Da. So, ich bin da. Ja, mach den mal kaputt, ich bin so ein armer Zauberer. Ja, ist ja schon geiler, wenn nicht jeder, also wenn man nur einen immer haben kann. Kannst du den da oben irgendwie? Ja. Ja. Warte, ich kümmere mich um die Blume. Ja, ich will nur das Zeugs haben. So. Ah, das sind Stacheln. Okay. Hammer. Gut. Du, ihr legst hier alles, dafür klauert er alles. Ist doch ein Deal. Das war überhaupt kein Stress. Okay, da muss man gar nicht runter. Ich bin tot. Wie hier muss. Oh. Boah, die machen aber viel Schaden. Ja, das ist bestimmt voll das. Safe-Punkt. Ja. Safe. Mega Secret, ey. Ja, die Frage ist, wo muss man hin? Hoch wahrscheinlich, oder? Ah, ja, das kann sein. Wie soll ich denn da hochkommen? Vielleicht mit Gandalf? So, kannst du dich. Nee, so, kannst du dich da drauf stellen? Ja, schon, aber. Ach so, das meintest du mit, man kann die dann nicht bewegen. Ja. Hebel benutzen steht groß im Bildschirm. Wo? Wo soll da Hebel sein? Bei mir? Also, das steht da. Nö. Da steht Hebel benutzen. Da steht nirgends Hebel benutzen. Ja, na klar. Jetzt steht's nicht mehr da. Doch, Hebel benutzen. Ja, dann benutzt meinen Hebel. Wenn das da bei dir steht. Ah, habe ich das richtig gemacht? Ja, aber trotzdem kein Hebel. Ich weiß es doch auch nicht. Warte mal, komm mal her, geh mal auf das Schild. Geht nicht. Doch. Ja, okay, danke, tschüss. Ja, kein Thema. Und jetzt? Mach dir mal tot. Mach dir einfach mal tot. Ja, aber das muss doch irgendwie. Guck mal hier, kriegen wir die Kiste da links nicht irgendwie runter? Ich sehe nicht mehr runter. Also, ich gehe wieder runter. Ach so. Ah ja, aber nur mit ihm hier. Stimmt. Ja, das war nicht so schlau. Ah, da rechts steht auch noch eine Kiste. Ah, okay. Das ist ja einfach. Ja, immer. Das.
Ich habe ihn dafür getötet. Der kann Walljump, der Ritter? Ach nee, der kann sich hochziehen. Oh. Okay, Moment, ich mach das, wenn du weg... Achso, da kommen wir drüber. Okay. Ja, irgendwie schon ganz lustig. Finde ich. Auf jeden Fall. Ein bisschen chaotisch, aber... Was hat es mit der Truhe auf sich? Wie öffne ich die denn? Warte, ich zeig dir das. Willst das nur haben? Nö, niemals. Ist mir auch wurscht. Wie öffnet man das denn? Du klickst einfach auf Öffnen. Hä, bei mir steht aber... Wie soll ich denn da draufklicken? Das ist eine sehr gute Frage. Ja... Gibt's da. Ah! Das ist ein Gedicht. Mit was hast du jetzt geöffnet? Mit E. Ah, okay. Ach, die können ja so nur so Special-Dinge irgendwie machen. Zumindest in irgendeinem Teil, aber ich weiß nicht mehr welche und wie. Was für ein lustig aussehender Fels. Ja. Oh, aber das ist eine Riesenschnecke. Genießt eine Dusche. Das rüberdrehen, das kann man doch drehen. Irgendwann kommt man das mal mit Mausrad da. Drehen. Ey, da ist einer dem Spiel beigetreten. Wie, da ist wer dem Spiel beigetreten? Ja, der Sounddreckstar. Was? Da. Ja. Ja, Moment. Herzlich willkommen. Ja, nö. Oder? Wollen wir den da lassen? Hier, mind if I join. Hat der dir geschrieben, ach, der ist über dich quasi beigetreten dann, oder wie? Nee. Okay. Das Spiel stand halt auf öffentlich, ne? Ah, okay. Aktuelle Spieloptionen. Wo waren hier öffentlich? Öffentlich, ja klar. Wenn du den Spielmodus, wenn ihr jetzt ändert, wirst du auch wieder rausgeschmissen. Das weiß ich nicht. Doch, steht da. Du müsstest nochmal beitreten. Okay. You guys mind if I jump? Ja, sorry, etwas chaotisch, aber wenn dann nur jemand schon zu zweit irgendwie... Da kann ich ja direkt mal die Aufnahme beenden und das als Folge 1 machen. So einer bist du. 25. Aber du hast dich gar nicht verabschiedet. Nee, haben wir auch nicht. Ja. Bei mir gibt's halt normalerweise sowas wie Begrüßung und so. Ja, ich kenne da wen, der legt da Wert drauf. Ey, wo bist denn du? Moment. Stress mich nicht so. So, mehr Spieler. Einem Online-Spiel beitreten. Jetzt finde ich dein Spiel nicht. Ha, weil es privat ist. Scheiße. Warte mal. Ein privates Spiel hosten. Will ich ja nicht. Ja, aber ich muss es ja irgendwie finden, ne? Ja, wahrscheinlich wird es dir nicht angezeigt, weil es privat ist. Ja, aber du hast ja dann ein Passwort eingegeben und so, ne? Ich glaube schon, ich weiß nur nicht mehr welches. Wahrscheinlich 1, 2, 3 oder so. Nein, hab ich da was eingegeben? Oh, warte mal, wir machen das ganz anders. Spiel verlassen. Liebe Zuschauer, an dieser Stelle ist ein guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden, hat irgendwer gesagt. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal.